Ich tue es dann erst mit einem Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 42. Da sagt der Prophet Jesaja, sagt es im Auftrag seines Herrn: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist wahr. Aber nun gehen wir zurück, 60 Jahre. Am 6. April 1954 war der Peter Kuhnau gerade noch nicht ein Jahr. Oder? Es könnte ja sein, dass hier Männer und Frauen sitzen, die damals schon etwas älter waren. Ich war damals 19 Jahre alt. Erinnert ihr euch noch, ihr Männer und Frauen, was damals in Russland, in Kasachstan und anderswo dran war? Am 6. April 1954. Da gingen ja doch schon einige Türen auf. Aber wenn man damals in der Gemeinde gesagt hätte, ihr würdet einmal in Lundprest leben und dort Gott loben und preisen, dann hätten alle nur den Kopf geschüttelt und gesagt, das ist unmöglich. Aber wir haben einen großen Herrn. Was war an diesem Tag los? Ich war damals am 6. April 1954 Glaser Geselle. Irgendwo im Sauerland hatte ich eine Werkstatt und da kommt ein junger Mann in die Werkstatt hinein. Es war ein vertriebener junger Mann und sagte: Wir sind evangelisch, wir leben hier in einem katholischen Land, wir wollen wissen, wer der Herr Jesus ist. Könntest du uns da mal von erzählen? Ich sagte: Ja, das kann ich. Ich war ja in der Sonderschule gewesen. Und dann war ich in der Jugendgruppe und im Posaunenchor. Im gemischten Chor habe ich mich erst gar nicht mitsingen lassen. Ich hatte noch so eine schöne Stimme, so als Junge. Aber das hat mich gar nicht gestört. Ich habe mich einfach dahinter gestellt. Ich konnte alle Lieder auswendig. Ich war doch schon begeistert für Jesus. Ich habe auch immer mit meinem Herrn geredet. Aber irgendwas fehlte da in meinem Leben. Und diese Herausforderung passierte an jedem Tag. Da kommt ein junger Mann und sagt: Jetzt wollen wir wissen, wer Jesus ist. Ich versuche das zu erklären. Dann sagt dieser junge Mann: Da müssen wir aber jetzt wissen, ob das alles stimmt. Ja, sagt ein anderer, da müssen wir beten. Meine Oma aus Ostpreußen, die betet immer fliehend. Ich sage: Bei uns wird aber nicht fliehend gebetet. Aber wenn das hilft, warum soll er nicht knien beten? Und wir beten. Es passierte etwas Außergewöhnliches, was mich jetzt also 60 Jahre begleitet hat. An diesem Abend, als wir da beteten, fiel der Glaube, den ich im Kopf hatte, in mein Herz. Und diese Veränderung durch Jesus Christus veränderte mein Leben total. Auf einmal erkannte ich, dass das ja alles stimmt, dass dieser Heiland mich liebt, dass dieser Heiland mit mir seine Geschichte haben will. Und jetzt verstand ich auf einmal, dieser Herr, der möchte, dass ich ihn gehorche, dass ich ihn liebe. Und da war noch etwas. Ich hatte auf einmal ein brennendes Gefühl, allen Menschen zu sagen, wer Jesus ist. Auch mein katholischer Meister, der war begeistert. Ja, wir waren auf der Baustelle und auf der Baustelle, da war ein Fliesenleger die Platte runtergefallen. Und da hatte dieser Fliesenleger gerufen: Gott verdamm ich! Und da hatte mein katholischer Meister gerufen: Beten Sie nicht so laut! Ja, wir haben denn gebetet? Sie haben gerade Gott angerufen! Gott verdamm ich! Wussten Sie, dass Gott gebetet? Er hört auch Mitgeworbene? Das war mein Meister. Und dieser katholische Meister öffnet sich für Jesus. Das hatte ich auch sehr nötig, denn ich hatte inzwischen so viele Jugendgruppen bekommen und überall predigte ich und verkündete das Evangelium. Und wenn es Abend geworden war und spät wurde, dann fuhr mich mein Meister zu diesen Jugendgruppen, trank irgendwo einen Kaffee und fuhr mich dann wieder nach Hause. Da war noch etwas und das möchte ich jetzt auch noch deutlich machen. In diesem Augenblick, als ich
Jesus so erfuhr und mein ganzes Leben sich total veränderte, fand ich nicht nur zur Gewissheit des Heils, so wie sie im Römerbrief Kapitel 8, Vers 16 steht, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, sondern ich hatte auf einmal das Wissen, der Herr kommt bald wieder. Und dieses Wissen um das Kommen des Herrn bewegte mich und trieb mich an. Ich weiß, da war ein Prediger, der sagte, hör mal, du musst jetzt aufhören, Glaser zu sein und das Evangelium predigen, du musst dich vorbereiten, du musst in eine Bibelschule gehen. Ich sage, liebe Zeit, in eine Bibelschule. 4 Jahre auf der Schulbank sitzen, die Leute sterben doch. Oh, wenn ich ihnen die Botschaft von Jesus nicht erzähle. Ich weiß, das war damals sehr kurzsichtig gedacht und ich bin ja dann auch in der Schule gewesen. Aber eins war klar, das sind die gewaltigen Dinge, die unser Leben verändern. Einmal, dass wir Gewissheit finden, dass der Heilige Geist uns führt und leitet, wenn unser Glaube vom Kopf ins Herz rutscht. Das Zweite, dass wir das Zeugnis weitergeben wollen. Und ich freue mich über alle jungen Leute, die heute hier sitzen und so mutig an der Baustelle und in der Schule oder wo ihr gerade seid, im Studium, Jesus bekennt. Und das Dritte, dass wir in dieser Naherwartung stehen und vorbereitet sind auf das Kommen des Herrn. Denn dieses Wachsein bewegt und erneuert unser Herz, und zwar täglich. Und ich möchte euch ganz herzlich darum bitten, denkt daran, wir haben einen großen Herrn. Diese Weltgeschichte geht zu Ende. Aber unser Herr, der Herr Jesus, der kommt. Und es wird alles darauf ankommen, bei uns allen, die wir hier heute Morgen versammelt sind, dass wir auf dieses Kommen richtig vorbereitet sind. Dieses Namen schenken wir uns der Herr. Amen.